Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015 im Jahr 2015. Eine Folge hatten wir ja bereits. Zwar ist die ja am... Und zwar ist die bereits am... lass mich lügen. Heute ist Freitag mit endlich, ja, heute ist Freitag endlich Internet und so weiter und so fort. Schön, was auch noch zusätzlich dazu kam, war, dass, dass ich dann irgendwie auch noch meine Aufnahme verabschiedet hat. Also die war absolut asynchron und was weiß ich, da hat dann die Hälfte auch gefehlt vom Ton und was weiß ich, furchtbar. Also 2015 hat nicht gut angefangen. Ja, wir haben jetzt Freitag heute, neue Aufnahme, neues Glück. Ich habe endlich wieder Internet. Und bereits am Montag ist ja eine Folge erschienen vom Landwirtschaftssimulator 2015. Das war die letzte Folge, die ich noch auf der Festplatte, also was heißt nicht auf der Festplatte, sondern auf YouTube bereits hochgeladen hatte. Ja. So, was gibt's Neues? Also was es definitiv Neues geben wird, ist, ich werde einen neuen Kanaltrailer machen, weil war zwar alles ganz, ganz schön gut mit War zwar alles schön und gut mit, na sag mir's, dass ich, dass ich mein Programm als Kanaltrailer genommen habe. Das Problem ist allerdings, ich habe jetzt so viel geändert im Programm. Und da jedes Mal einen neuen Trailer draus zu machen, ist ist irgendwie blöd. Deswegen werde ich einen Trailer machen, der, kurz gucken, genau, der einfach so ein paar Highlights aus meinem Kanal, was wir bisher so erlebt haben, zeigen wird. Na, jetzt kommt er. Ja, was wird noch passieren? Ich habe vor, noch ein anderes Let's Play zu starten, neben Landwirtschaftssimulator 2015. Allerdings weiß ich da noch nicht genau, was ich da mache. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche mal was präsentieren, und zwar bezüglich Minecraft. Habe ich ein bisschen was getan. Ich habe ein neues Texture Pack drin, dann habe ich ein Shader jetzt installiert und ich habe endlich das, was, auf was ich schon lange gewartet habe, und zwar eine Map. Also ich habe jetzt endlich eine Karte, wo ich dann auch angezeigt bekomme, wo ich mich befinde. Finde ich ganz cool. Was haben wir noch? Counter-Strike habe ich mittlerweile wieder für mich entdeckt. Da wird vielleicht das ein oder andere Video abkommen. Was ich allerdings dazu schon sagen möchte, ich hatte da, Moment, muss ich mal kurz gucken, ich bin da ein bisschen raus. Ich hatte schon mal einen Livestream auf Twitch gehabt, nur probeweise, also der war jetzt nicht offiziell angemeldet, also ihr habt nichts verpasst. Da denke ich, könnte ich mir öfters mal einen Livestream vorstellen mit Counter-Strike, wo wir dann eventuell auch gemeinsam spielen können. Jo. So weit, so gut. Also wie gesagt, LS15 bleibt ganz normal. Ich werde den Kanaltrailer ändern. Es wird nächste Woche was erscheinen zu Minecraft. Dann wollte ich euch einfach mal den Shader vorstellen, den ich jetzt drin habe, beziehungsweise das Texture Pack einfach mal zeigen, was ich mir jetzt reingemacht habe.
Und was noch? Was ist gar mal? Achso, ja, und dann eben die ein oder andere Session Counter-Strike. Ja, wo ich aufzeichnen werde. Beziehungsweise wo ich eventuell einen Livestream dann auch machen werde. Also alles mal abwarten, alles mal schauen. Was ich mir auch noch überlegt habe. Und zwar, es gibt eine Map für LS15. Die nennt sich Two Rivers. Da hatte ich jetzt nach den ganzen Aufnahmen für die Vorproduktion, bevor ich dann nach München gegangen bin. Diese ganzen Vlogs könnt ihr auch sehen. Habe ich dann ein bisschen diese Two Rivers Map gespielt. Die habe ich entdeckt. Sah ziemlich gut aus. Und ich dachte mir, die testeste mal. Ich bin richtig begeistert von der Map. Also richtig geil. Und ich bin definitiv am Überlegen, ob ich eventuell von dieser Map hier weggehen soll. Oder was heißt soll? Ob ich von dieser Map hier weggehe, von Volksholm, und auf die Two Rivers Map wechseln sollte. Oder will. Das weiß ich schon nicht. Also, Two Rivers ist eine richtig klasse Map. Die gab es für ein LS13 schon. Habe ich gesehen. Und ja, also ich habe sie schon sehr lange angespielt, jetzt solo, weil ich die dann im Endeffekt so geil fand, dass ich gar nicht mehr aufhören konnte, die zu spielen. Das ist also richtig Suchgefahr. Aber wie gesagt, muss ich mir mal überlegen. Ihr könnt ja mal auch in die Kommentare mal schreiben, ob ihr, also ich pack euch den Link zu dieser Two Rivers Map mal hier unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch die ja mal anschauen. Also wie gesagt, ich kann die nur empfehlen. Die ist richtig gut. Sieht richtig schön aus. Der einzige Haken, den ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wo ich denn dann Bäume, also Bäume, wo ich die Bäume abliefere, ja. Aber das häckselt gut. Entschuldigung. Und ja, aber ansonsten, die Map ist richtig geil. Wie gesagt, Link packe ich euch unten in die Beschreibung. So, und jetzt fahren wir hier mal zur Holzablieferung. Und da möchte ich mich ganz herzlich beim Niklas Petzen bedanken. Der hatte mir unter eins meiner Videos gepostet gehabt, dass es mehr Geld gibt, wenn ich jetzt diese Baumstämme hier in diesem gelben Feld hier abliefere. Oh, das ist ja weg. Was ist denn jetzt los? Ich muss da nur reinfahren, dann sind die weg. Das ist ja cool. Gibt es da nochmal Kohle, wenn ich jetzt hier ziehe? Was ist das? Machen wir mal. Wollte sowieso mal. Schon sehr lange diesen Zug hier abfahren lassen. Also wir werden jetzt mal sehen, ob es jetzt wieder Kohle gibt. So wie es aussieht, wohl nicht. Also nochmal danke an Niklas. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, ob ich jetzt tatsächlich, ob ich die Baumstämme jetzt hier reinschmeiße, ob ich da mehr Kohle kriege, als wenn ich es in das Gelbe reinbringe, jetzt wie eben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall trotzdem danke für den Tipp. So, jetzt fahren wir hier wieder in den Wald zurück. Also, muss mich auch nochmal ganz heftig entschuldigen, dass diese Woche am Montag, also, ich habe mich einfach dazu entschlossen, nachdem ich gehört hatte, dass bei uns das Internet zu Hause nicht geht, habe ich mich dann entschlossen. Ach, da liegt ja ein Baum. Habe ich gar nicht. Ach Gott. Habe ich total übersehen. Habe ich mich dazu entschlossen, den LS15, die letzte Aufnahme, die ich noch vorproduziert hatte, für Freitag, für den 2. Januar, dass ich die Folge erst rausbringe,
am Montag, bevor dann die Woche überhaupt nichts passiert. Und dadurch, dass ich ja sowieso ziemlich viele Vlogs ja rausgehauen habe, also 3 Stück waren es, habe ich mir dann gedacht, ja, das passt. Da kann ich auch mal einmal LS15 einfach mal aussetzen. So. Warum dreht er hier gerade durch? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, was es noch Neues gibt, ist... Sag mal, wiehst du mich jetzt... Steht er irgendwo hier komisch drauf oder was? Nee. Was ich auch noch erwähnen möchte für den LS15 ist jetzt... Oh Gott. Das ist jetzt ein Problem. Das fällt, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall im Dezember, ich glaube in der letzten Dezemberwoche, ist ein Update wieder erschienen. Da sind einige Sachen wohl gefixt worden und die werden wir jetzt mal nach und nach, jetzt heute weiß ich gar nicht, mal schauen. Wir wollen, will ja eine 15 Minuten, oh, das mit dem Zittern geht mir gerade echt auf die Nüsse, gell? Werden wir mal schauen. Also irgendwas mit den dem Holzfällen soll wohl gefixt worden sein, weil da war ja das Problem, dass das ja irgendwie das nicht immer geklappt hat. Das soll jetzt gefixt worden sein. Konnten wir jetzt natürlich noch nicht machen, weil wir haben hier jetzt noch einen Baum stehen und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt jetzt direkt einen Baumstamm umnieten, nur um zu gucken. Schön. Ja, hallo? Ja. Ja. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Irgendwie. Die Mausempfindlichkeit hat sich nicht verändert. Also, sei denn jemand war heimlich an meinem PC und hat Landwirtschaftssimulator gespielt, aber das glaube ich jetzt eher nicht. Oder es liegt einfach daran, dass ich, dass ich eine Runde Far Cry 4 hinter mir habe. Wo die Maus empfindlicher ist, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Jahr denn überhaupt angefangen habt. Was ihr euch so vorgenommen habt für dieses Jahr und ob ihr vielleicht gegen einer eurer Vorsätze schon verstoßen habt. Gut, verstoßen ist so ein hartes Wort, aber ob ihr einer eurer Vorsätze schon gebrochen habt. Keine Ahnung, kein Alkohol mehr trinken, nicht mehr rauchen. Man weiß es ja nicht. An der Stelle möchte ich mich auch noch ganz herzlich bei... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Bei mittlerweile 73 Abonnenten bedanken. Das ist ja der Hammer. Also vor allem auch in der Zeit, wo ich gar nicht zu Hause war, wo ich dann auch jetzt weg war. Sind dauernd Abonnenten zukommen. Ich find's einfach total super, dass dauernd irgendwelche Leute hier dazukommen und dann auch meine Videos schauen, ja. Das ist echt, ja. Abos sind ja die höchste Anerkennung, die man kriegen kann. Gut, da gibt's natürlich auch noch Daumen hoch und Kommentare nette und was weiß ich, aber Abos sind ja dann praktisch wirklich, ja, die Leute, die haben mich abonniert, weil sie mich toll finden, weil sie immer informiert werden wollen, wenn ich neue Videos hochlade. Also ganz dickes Dankeschön und von mir aus kann so weitergehen, ja, und lasst uns gemeinsam hier Spaß haben bei LS15 und wir sind schon fast bei den 15 Minuten. Ich versuche jetzt noch in den 15 Minuten hier diesen Baumstamm hier zu holen. Na komm! So, hauen wir den noch hier auf den Hänger drauf. In der nächsten Folge werden wir dann den Hänger wieder abliefern und dann wieder Kohle einstreichen, damit wir wieder uns was leisten können. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr... Wie gesagt, ich hau euch den Link von der Two Rivers Map unten in die Beschreibung rein. Schaut es euch einfach mal an und lasst mich einfach wissen, ob ihr wollt, dass ich
auf die True Rivers Wechsel. Einfach weil es schöner aussieht, weil es keine Standard-Map ist und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einfach einen Daumen hoch. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.